Und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Verzeiht die leichte Verspätung, alle unsere Zuschauer hier vor Ort geloben Besserung. Wir freuen uns, dass ihr alle hier den Weg hergefunden habt und dass wir weiter in der Offenbarung studieren können. Wir freuen uns auch über die neuen Gesichter, die wir heute hier haben und sind ganz gespannt, euch auch noch kennenzulernen. Und wir begrüßen auch die Nachzügler. Und wir freuen uns natürlich, dass ihr live dabei seid auf www.joelmedia. Nein, stimmt ja gar nicht. www.joelmediatv.de zum ersten Mal auf unserer neuen Internetseite, das Offenbarungsseminar. Freue mich ganz doll, dass ihr den Weg dorthin gefunden habt. Sagt es anderen weiter. Es wird jetzt immer hier live übertragen auf joelmediatv.de. Bevor wir mit allem anderen weitermachen, lade ich uns alle ein, dass wir mit einem Gebet beginnen und lade alle dazu ein, niederzuknien. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir jetzt die Gelegenheit haben, dein Wort aufzuschlagen, etwas von dir lernen zu dürfen. Bitte schenkt uns deinen Heiligen Geist, gib, dass wir verstehen, was wir lesen, dass wir etwas daraus mitnehmen können für unseren Alltag und dass wir begreifen, was du für uns getan hast und wie sehr du uns liebst. Hab Dank für alles, was du für uns getan hast und dass du jetzt auch bei uns sein möchtest. Amen. Amen. Wir haben eine interessante Frage. Wir beginnen unser Offenbarungsseminar immer mit einer kleinen Fragezeit, Frage- und Antwortzeit. Und es kam eine kleine Frage auf, eine sehr interessante Frage in Bezug auf unser Erweckungswochenende, das wir jetzt gehabt haben mit dem Tash Park Club. Wer von euch ist da gewesen? Beim Tash Park Club, ja? Und wie hat es euch gefallen? Ja, wenn ihr dann irgendwann heute Abend, morgen früh in Amerika ankommt, dann werde ich ihm das nochmal sagen, dass es euch gut gefallen hat. Ihr könnt euch erinnern, dass er gesprochen hatte über das Meer. In irgendeiner seiner Präsentationen sprach er über das Meer. Und er sprach über diesen Text in Offenbarung 21. Wir lesen das nur ganz kurz, um den Hintergrund für die Frage besser zu verstehen, für alle diejenigen, die nicht dabei gewesen sind, die uns vielleicht jetzt zum ersten Mal zuschauen. In Offenbarung 21 und dort Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Hatte über die neue Erde gesprochen, könnt ihr euch erinnern, und über den neuen Himmel, auf die wir alle warten. Und dass es dort auf der neuen Erde kein Meer mehr geben wird. Und da er von Hawaii ist, hat er gesagt, das ist nicht besonders schön. Könnt ihr euch erinnern? Er ist nicht der Einzige. Meine Mutti, die war auch nie groß begeistert, die kommt von der Ostsee und wir lieben auch das Meer und von daher haben wir uns auch gefragt, was soll das eigentlich? Und ihr könnt euch erinnern, dass er davon gesprochen hatte, und darauf bezieht sich jetzt die Frage, dass das Meer in der Bibel ein Symbol ist für die Trennung, nicht wahr? Wir werden durch das Meer getrennt. Einer lebt in Amerika, einer lebt in Afrika, einer lebt in Deutschland und das Meer ist eines der Dinge, die uns voneinander trennt. Und die Frage ist, gab es nicht schon. Und er hat es damit begründet, dass bei der Sintflut das Meer als trennendes Element erst so wirklich entstanden ist. Wenn wir zu 1. Mose 10 gehen, und da haben wir jetzt sozusagen die Frage, die sich da auftat und die auch ziemlich gut ist, näher betrachten wollen. 1. Mose 10. In 1. Mose 10, Vers 25 heißt es, und Heber wurden zwei Söhne geboren, der Name des einen war Peleg, denn in seinen Tagen wurde die Erde geteilt und der Name seines Bruders war Joktan. Die Frage bezieht sich darauf, war nicht schon vor der Sintflut, gab es da nicht auch schon ein Meer und wie ist das mit der Teilung der Welt? Wann war die Teilung der Welt, wodurch ist die Teilung der Welt gekommen und wie hängt das alles miteinander zusammen? Frage Nummer 1, gab es von Anfang an der Welt das Meer, ja oder nein? Woher wissen wir das? Was war zuerst da? Das Meer oder die Erde? Das Meer, woher wissen wir das? Am ersten Schöpfungstag ist ganz deutlich gesagt, dass der Geist Gottes schwebt über den Wassern. Genau. Und wann kam das Trockene zum Vorschein? Das war am zweiten Tag, als er Wasser und Wasser getrennt hat. Aber wann kam das Trockene zum Vorschein? An welchem Schöpfungstag? Man kennt den ersten und den sechsten ganz gut, nicht wahr? Welcher Schöpfungstag war es, wo Gott das Trockene gemacht hat? Am dritten Tag, genau. Das heißt, es gab von Anfang an
Es gab von Anfang an Wasser und Erde, sozusagen Meer und Land. Das war der dritte Tag. Schaut noch mal ganz genau hin. In 1. Mose 1 kann man es nochmal nachlesen, ab Vers 9, genau. In Vers 8 hast du den zweiten Tag, nicht wahr? Genau, und du liest in Vers 9, und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einen Ort, damit man das Trockene sehe. Das heißt, da kommt das Trockene zuvor. Und es geschah so, Vers 10, und Gott nannte das Trockene Erde, aber die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Was in Vers am zweiten Tag geschaffen wird, ist der Himmel, nicht wahr? Wir können es einmal noch komplett lesen, um die Missverständnisse zu klären. Das heißt in Vers 6, und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die bilde eine Scheidung zwischen den Wassern. Das heißt, es gibt eine Ausdehnung, eine Feste, die Wasser von Wasser trennt. Okay, eine Scheidung zwischen den Wassern, das heißt Wasser wird voneinander geschieden. Vers 7, und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung, und es geschah so, und Gott nannte die Ausdehnung Himmel, und es wurde Abend, es wurde Morgen der zweite Tag. Das heißt, was Gott am zweiten Tag geschaffen hat, er hat das Wasser auf der Erde getrennt von dem Wasser, das im Himmel ist, und nannte das, oder über dem Himmel ist, und nannte es dann Himmel, genau. Es gibt einige interessante wissenschaftliche Theorien, die davon ausgehen, dass eventuell die Welt vor dem Sintflut-Zustand von einer Wasserschicht umgeben worden ist, nicht wahr? Habt ihr vielleicht davon gehört, über der Atmosphäre? Was erklären könnte, dass auf der ganzen Welt ein gleichmäßiges tropisches Klima geherrscht hat. Das ist der Grund, warum man am Nordpol auch tropische Pflanzen findet. Weiß nicht, ob ihr davon mal gehört habt. Ganz interessant, aber nicht so wichtig für unsere Frage. Entscheidend ist, Wasser und Land gab es lange vor der Sintflut. Jetzt, die Bibel sagt nichts darüber aus, wie die Welt direkt vor der Sintflut ausgesehen hat. Ja, das ist jetzt Spekulation. Also, wenn ich euch erzählen würde, es sah genau so aus oder würde euch ein Kontinent aufzeichnen, ich weiß es nicht. Was wir aber wissen, ist, dass die Sintflut enorme Veränderungen mit sich gebracht hat. Woher wissen wir das? Schaut mal mit mir in 1. Mose 6. 1. Mose 6. Verzeihung, 1. Mose 7 vielmehr. Und zwar in 1. Mose 7, Vers 11. 1. Mose 7, Vers 11. Dort lesen wir, im 600. Lebensjahr Noahs, am 17. Tag des zweiten Monats, an diesem Tag brachen alle Quellen der großen Tiefe auf und die Fenster des Himmels öffneten sich. Nun, wenn ihr an die Sintflut denkt, denkt ihr wahrscheinlich meistens nur an Regen. Ich weiß, es regnet einfach unaufhörlich. Aber die Bibel sagt, das Wasser für die Sintflut kam nicht einfach nur vom Himmel, es hat nicht einfach nur hinabgeregnet, sondern die Tiefen der Erde haben sich aufgetan. Also wenn man sich heute die Erde anschaut, sieht man inmitten der Ozean immer den Atlantischen Rücken und den Pazifischen Rücken. Man sieht diese Brüche, nicht wahr? Und wenn man die Kontinente, und das ist jetzt ein bisschen Theorie von Christopher Kramp, aber nicht nur von mir, wenn man die Kontinente alle zusammenschiebt, habt ihr es mal versucht, auf so einer Karte das alles zusammenzuschieben? Das funktioniert recht gut, nicht wahr? Man kann so Südamerika und Afrika kann man so zusammenschieben und das passt alles so mehr oder weniger zusammen. Das heißt, es ist relativ wahrscheinlich, okay? Das ist also keine hundertprozentige biblische Wahrheit, aber relativ wahrscheinlich, dass vor der Sintflut die Erde mal ein Kontinent gewesen ist, im Großen und Ganzen sozusagen. Die Evolutionstheorie hat ja genau den gleichen Gedanken. Der einzige Unterschied ist dort, dass es dort sehr viel Zeit gedauert hat, nicht wahr? Da spricht man von Millionen von Jahren. Der Grund ist, ganz einfach, in der Evolutionstheorie nimmt man an, dass alles sich immer mit der gleichen Geschwindigkeit, immer genau mit den Umständen, wie sie heute sind, sich verändert. Das heißt, ich kann heute messen, okay, die Kontinente driften vielleicht, keine Ahnung, ich habe jetzt die konkrete Zahl nicht im Kopf, aber vielleicht 2 Zentimeter im Jahr auseinander oder 3 Zentimeter, irgendwas, ja, so eine kleine Zahl. Dann kann man dann zurückrechnen und sagen, okay, sie haben so eine immense Strecke zurückgelegt und dann waren das halt 500 Millionen Jahre oder 600 Millionen Jahre oder 2 Milliarden Jahre oder was auch immer. Wenn man aber annimmt, dass es eine Explosion gab, nicht wahr, wo etwas sehr schnell sich bewegt hat und dann abebbt, dann kann man von der Bewegung nach 6.000 oder nach 4.000 Jahren nicht wirklich schlussfolgern, wie groß die Bewegung am Anfang gewesen ist. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, es könnte sehr viel schneller gewesen sein. Wenn die Bibel recht hat mit einer großen Katastrophe, die sehr schnell die Kontinente auseinandergetrieben hat, wofür sehr viel in der Geologie ausspricht, dann könnte es tatsächlich sein, es ist relativ wahrscheinlich, dass die Sintflut dafür verantwortlich ist, dass die Kontinente auseinandergerissen worden sind. Und dass damit jetzt, und das ist der entscheidende Punkt, den der Tasch gemeint hat, dass dadurch Ozeane entstanden sind, die sozusagen zwischen den Kontinenten sind.
Wasser um einen Kontinent drumherum ist kein Trennungselement. Aber Ozeane zwischen den Kontinenten trennen jetzt die Leute, die dort wohnen, die Leute, die dort wohnen, nicht wahr? Eine der umstrittensten Verse in dieser Hinsicht, es gibt so einige bibeltreue Wissenschaftler, die sich da ihr halbes Leben lang beschäftigt haben, ist dieser berühmte Vers 25. Ich gebe euch einfach beide Theorien, okay? Die Bibel sagt das nicht explizit, man kann da jetzt geteilter Meinung sein, wie das Wort auch schon selbst sagt. Ihr könnt einfach überlegen, was für euch sinnvoller ist. In Kapitel 10, Vers 25, Entschuldigung, den wir vorhin gelesen haben mit dem Peleg. 1. Mose 10, Vers 25 sagt, und Heber wurden zwei Söhne geboren, der Name des einen war Peleg, denn in seinen Tagen wurde die Erde geteilt. Es gibt einige Leute, die behaupten, dass dann einige Jahre, Jahrhunderte nach der Sintflut zur Zeit dieses Peleg erst wirklich die Kontinente auseinander gedriftet sind. Da vielleicht durch Meteoriteneinschläge und so weiter. Man weiß, dass auf der Erde Meteoriten eingeschlagen haben. Man sieht die Krater. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, diesen Text zu deuten, ist, dass ungefähr zur gleichen Zeit eine andere Person in der Bibel gelebt hat, nämlich ein gewisser Nimrod. Wer von euch kennt Nimrod? Von Nimrod gehört, nicht wahr? Und wofür ist Nimrod bekannt? Genau, schaut mal in 1. Mose 10, Vers 8 bis 10. Und das ist die Variante, die mir nach Bibelstudium mehr zusagt. Also ich denke, das ist das, was die Bibel eigentlich meint. Vers 8 sagt, und auch zeugte Kusch den Nimrod, der war der erste Gewalthaber auf Erden. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Daher sagt man, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Und der Anfang seines Königreiches war was? Babel. Das heißt, Nimrod war der... Sein Königreich begann mit Babel. Jetzt wissen wir noch über Babel aus der Frühgeschichte der Bibel. 1. Mose 10, 1. Mose 11. Gibt es eine Geschichte mit Babel? Der Turmbau zu Babel. Ich weiß, was beim Turmbau zu Babel passiert. Da wurden die Sprachen verwirrt. Und was war dann die Folge der Sprachenverwirrung? Da haben sich die ganzen Völker verteilt. Die Erde wurde geteilt sozusagen auf die verschiedenen. Das heißt, die zweite Möglichkeit, diesen Vers mit Peleg zu deuten, ist, und das passt halt mit Nimrod sehr gut, dass zu seiner Zeit, als er geboren wurde, die Zeit war, als der Turmbau zu Babel war, wo sich die Sprachen verteilt haben, die Sprachen verwirrt haben, die Sprachen dann geteilt wurden, die einzelnen Völker in die verschiedenen Regionen der verschiedenen Kontinente dann gewandert sind und gegangen sind. Und das ist, denke ich, der eigentliche Zusammenhang der Geschichte, ja. Nee, er sagte aber noch, dass die Sintflut durch die Sünde entstanden ist. Also das Meer durch die Sünde, die Sintflut kam durch die Sünde. Mhm. Ja, genau. Die Idee war, noch einmal zusammengefasst, das Wasser war schon vorher da, aber durch die Sintflut und die Folgeumstände, egal wann jetzt genau, sind die Kontinente auseinandergedriftet, zerrissen worden. Und dadurch vorher, also auf Deutsch, also jetzt ganz deutsch, vielleicht ungefähr, also ich wollte es euch nicht aufmalen, ich weiß es ja auch nicht, ich hab's ja, hab's ja auch nie gesehen, aber vielleicht sah der Kontinent früher mal so aus, okay? Und heute, und dann ist er auseinandergerissen und hat man hier in Nordamerika, Südamerika, Afrika und alles auseinander. Und dazwischen ist halt jetzt der Ozean. Okay? Vorher war das Wasser nur drumherum. Das wäre halt die Idee dahinter, ja? Meine Theorie wäre jetzt einfach so in meinem Kopf gewesen, dass ich gedacht habe, dass durch die Sintflut einfach mehr gewesen ist. Weißt du, dass vorher vielleicht ein Meer war, das war jetzt einfach. Ja, nee, aber also, wenn man einfach die Bibeltexte nimmt, wie sie da stehen und zusammennimmt, also die Bibel macht da jetzt keinen Riesenpunkt aus. Also kein Mensch kommt in den Himmel oder in die Hölle, nur weil er das nicht versteht oder so. Also das ist völlig, eigentlich relativ unwichtig. Aber von all dem, was die Bibel sagt, ist das eigentlich die plausibelste Theorie, zu sagen, dass hier Trennung entstanden ist, dadurch, dass die Kontinente auseinandergedriftet sind. Denn es ist ein bisschen hart vorzustellen, dass Gott die Welt genau mit der Kontinentenaufteilung geschaffen hat, wie sie jetzt gerade ist, oder? Könnt ihr euch vorstellen, dass Gott so die Welt geschafft und dann irgendwo mitten im Pazifischen Ozean noch diese Insel Hawaii hintut? Also als ich das gesehen habe auf der Karte wieder, habe ich gedacht, ein bisschen merkwürdig. Aber man sieht, die Kontinente driften auseinander. Das kann man nachweisen. Und dann dem Zweig haben sie es wahrscheinlich schon früher gemacht. Die einzige Frage war, es immer im gleichen Tempo oder war das früher mal viel schneller durch eine Katastrophe und ebbt jetzt nach und nach ab? Das ist halt die einzige Frage an der Sache. Okay. Hoffentlich konnten wir es ein bisschen Licht hineinbringen in die Frage. Wenn ihr mehr Fragen habt, wir haben übrigens auch eine Frage gehabt, die wir heute aus Zeitgründen nicht mehr schaffen, werden wir nächste Woche beantworten. Und zwar geht es da um Jona und das Zeichen des Jona mit den 3 Tagen und 3 Nächten. Wir haben die Frage bekommen, wir haben sie nicht verpasst, werden sie nächste Woche beantworten. Wenn ihr mehr Fragen habt, könnt ihr sie stellen unter Fragen@bibelantworten.de.
müsste jetzt auch eingeblendet sein. Und damit kommen wir zu unserem Hauptteil, nämlich zur Offenbarung. Wir haben heute den tatsächlich letzten Vers von Offenbarung 10. Könnt ihr das glauben? Für alle, die uns neu zugeschaltet sind oder zum ersten Mal hier sind, wir haben angefangen, die Offenbarung zu studieren, und zwar Vers für Vers. Gibt es noch jemanden unter uns, der beim allerersten Mal dabei war? Du warst beim allerersten Mal dabei, ja? Da hast du zwischendurch ein bisschen länger pausiert, aber du warst beim ersten Mal dabei. Du kannst dir das war im Oktober 2008. Das brauchst du nicht genau, aber ungefähr im Oktober 2008 haben wir angefangen und wir haben seitdem Vers für Vers sind wir durch die Offenbarung gegangen und wir haben im letzten Oktober mit Offenbarung 10 angefangen, richtig? Und seit einem halben Jahr sitzen wir dran und haben unglaublich viel rausbekommen, aber wir wollen heute uns langsam dem Ende nahen, denn wir alle warten schon auf Offenbarung 11, richtig? Also, Offenbarung 10. Wir lesen den letzten Vers und für die, die heute zum ersten Mal dabei sind, ist vielleicht ein bisschen wie, naja, jetzt habe ich das Ende bekommen, mir fehlt noch der Rest, aber wir werden in Kürze auch alle unsere Folgen, auch die vergangenen Folgen auf Joel Media TV online haben. Jetzt, Vers 11. Offenbarung 10, Vers 11 sagt Folgendes. Sehr einfach zu verstehen. Und es heißt, und er sprach zu mir, du sollst nochmals weissagen über viele Völker und Nationen und Sprachen und Könige. Wir haben eine ganz kurze Wiederholung nur, ohne Details, damit wir alle ungefähr auf der gleichen Seite sind, was den Hintergrund angeht. Zu wem wird das hier gesprochen? Fangen wir andersrum. Wer spricht hier? Das heißt, und er sprach zu mir. Wer spricht hier? Okay, wir wissen es, Jesus, aber wie heißt die Person hier in dem Kapitel? Also wer spricht da? Also wenn man einfach nur die Worte des... Ein starker Engel, nicht wahr? Es wird in Vers 1 beschrieben. Alles über den Engel können wir in Vers 1, 2 und 3 finden. Der Engel ist bekleidet mit einer Wolke, nicht wahr? Mit einem... Regenbogen, seine Sonne, sein Angesicht glänzt wie die Sonne und Füße sind wie Feuersäulen. Wir haben das alles ausführlich studiert, haben gesehen, das ist eine Identifikation von Jesus. Er hat ein Buch in der Hand, er ist als Engel dargestellt. Warum? Ein Engel ist ein Bote, griechisch Angelos. Und ein Bote hat eine Botschaft, genau. Und was ist eine Botschaft? Er hat ein offenes Buch in der Hand. Und könnt ihr euch erinnern, was wir gesagt haben, was für ein Buch das ist? Das war das Buch Daniel, das alttestamentliche prophetische Buch Daniel. Haben wir gesehen und studiert und er hat eine Botschaft und diese Botschaft besteht dann darin, dass eine Botschaft an die ganze Welt verkündigt werden soll und wir haben das ausführlich studiert, es ging auch um Zeitprophezeiung und so weiter und dann haben wir als letztes gehabt, dass es eine bittersüße Erfahrung gab, könnt ihr euch erinnern, dass Johannes, als der die Offenbarung bekommt, er soll das Buch verschlingen, das heißt, wir haben gesehen, ein Prophet in der Prophetie steht immer dafür, was das Volk Gottes erlebt, nicht wahr? Der Prophet steht für das Volk Gottes, das heißt, das Volk Gottes studiert die Prophetie, studiert das Buch Daniel, ist unglaublich entzückt, süß im Mund und dann bitter im Magen ist es und erlebt eine bittere Enttäuschung. Und nachdem, wir haben letzte Woche über die bittere Enttäuschung gesprochen, die bittere Enttäuschung sich gesetzt hat und das Bittere wieder süß geworden ist, könnt ihr euch erinnern, dann gibt es jetzt diesen einfachen Satz. Er sprach zu mir, du sollst nochmals weissagen über viele Völker und Nationen und Sprachen und Könige. Fangen wir mal an. Wer spricht hier nochmal? Es ist Jesus. Das heißt, wir finden, es ist eine Botschaft von Jesus an Johannes. Und Johannes steht für das Volk Gottes. Das heißt, wir haben eine Botschaft von Jesus an sein Volk. Wenn Jesus eine Botschaft an mich hat, was bedeutet das für mich? Wenn ihr wüsstet, Jesus hat eine ganz spezielle Botschaft an mich, was würde das für euch bedeuten? Oh, du bist auserwählt, genau, etwas zu tun vielleicht, ja, wenn er dir einen Auftrag gibt. Ja. Ich bin auserwählt, ja. Gut, was noch? Ja, da sollte man gut hinhören, nicht wahr? Wenn Jesus spricht, dann... lohnt es sich wirklich genau hinzuhören, was er sagt. Okay, was noch? Sein Auftrag, ja, in dem Fall ganz besonders, sein Auftrag, nicht wahr? Wenn Jesus zu mir spricht, dann in den meisten Fällen möchte er auch, dass ich das anderen weitersage, ja? Das ist so eine Kettenreaktion, die entsteht. Okay, was noch? Es ist wichtig, ja, also Gott tut nichts Unwichtiges. Ist euch das schon aufgefallen? Alles, was Gott sagt, hat immer seine Wichtigkeit. Es ist also, wenn Gott zu uns spricht, wenn Jesus
auch durch sein Wort zu uns spricht, und wir alle haben das schon erlebt, nicht wahr? Wir lesen die Bibel und haben das Gefühl, Jesus spricht direkt zu mir, dann ist das immer ein Auftrag, nicht wahr? Dann ist das immer etwas Wichtiges und alles, was ihr gesagt habt. Jetzt schauen wir uns mal die Worte ein bisschen genauer an. Was ist das erste Wort? Du. Ja, musst kommt dann noch. Aber was das erste Wort ist? Du, nicht wahr? Du. Gott spricht nicht ihr, sondern Gott sagt du. Was ist der Unterschied zwischen ihr und du? Könnt ihr euch erinnern an das Volk Israel? Als sie am Berg Sinai standen. Wie viel ungefähr gab es nochmal am Berg Sinai? Wie viele Israeliten ungefähr? So, ungefähr 2 Millionen. Ich war 600.000 bewaffnete Männer. Was hat Gott gesagt in den 10 Geboten? Ich bin der Herr, euer Gott. Ich bin der Herr, dein Gott. Das ist eine ganz wunderbare Eigenschaft von Gott, dass er uns immer persönlich anspricht. Und wie, es gibt Millionen Christen auf der Welt, ich glaube sogar Milliarden, aber Gott spricht zu jedem Einzelnen du. Und er sagt hier, du sollst nochmals weissagen über viele Völker und Nationen und Sprachen und Könige. Jetzt das Wort nochmals. Was bedeutet das Wort nochmals? Wieder, oder? Wieder. Das heißt, man sollte etwas wieder tun. Obwohl es vorher, wie wir gesehen haben, eine bittersüße Erfahrung war. Es war ein bisschen bitter. Nicht wahr? Wer von euch hat schon mal etwas erlebt, wo er ganz begeistert von etwas war und dann schwer enttäuscht worden ist und dann man ihm gesagt hat, mach das Gleiche nochmal. Könnt ihr euch ein bisschen in die Situation hineinversetzen? Ihr wart von etwas unglaublich begeistert, ihr seid extrem enttäuscht worden und durch irgendwelche Umstände werdet ihr jetzt aufgefordert, genau das Gleiche nochmal zu machen. Jetzt, was ist die Erwartung? Welche Erwartung hat man jetzt? Dass es wieder eine Enttäuschung gibt, nicht wahr? Wenn ich einmal enttäuscht worden bin, wenn ich jetzt nochmal weissage, wenn ich nochmal das Gleiche tue, was ich vorher getan habe, vielleicht werde ich wieder enttäuscht. Jetzt, was heißt das Wort weissagen eigentlich? Also zukünftiges Verkündigen, anderes Wort noch? Prophezeiung. Das heißt, ja? Zeugnis geben, ja? Das heißt, man soll, Gott fordert sein Volk auf jeden Einzelnen etwas Prophetisches, etwas über die Zukunft weiterzugeben, ja? Er hat einen Auftrag an jeden Einzelnen und sagt, ich möchte, dass du etwas über die Zukunft weitergibst, und zwar an wen? An wen? Warum sagt der Völker, Nationen, Sprachen und Könige? Was meint ihr? Was für einen Eindruck gewinnt man, wenn man das hört? Wenn man hört Sprachen und Völker und Könige? Ja, absolut. Es gilt für alle. Es ist eine weltweite Botschaft, okay? Eine weltweite Botschaft. Nochmal ganz kurzer geschichtlicher Hintergrund, den wir in den letzten Monaten ausführlich studiert haben. Wann ist das Buch Daniel geöffnet worden? 1844, eine super Zahl, aber 1798, genau. Die Zeit des Endes, nicht wahr, in der biblischen Prophetie. Das heißt, ab dieser Zeit, und dann kam das in das Jahr 1844 mit der bitteren Enttäuschung, ihr erinnert euch. Und nach dieser Zeit gibt es einen Auftrag, in alle Welt zu gehen und zu weissagen, mit anderen Worten, eine prophetische Botschaft in alle Welt zu tragen. Gibt es noch irgendwo eine Aussage in der Bibel, wo eine Botschaft in alle Welt getragen werden soll? Ha? Ja, oh, ihr seid sehr, super gut. Ja, noch eine, die noch eigentlich sogar fast bekannter ist, obwohl die ist super. Matthäus 28, genau, lass uns erstmal dahin gehen, wir werden natürlich den Rest nachher in Offenbarung verbringen. Matthäus 28, das sind die letzten Worte des ersten Evangeliums, Matthäus 28, ganz bekannt, nicht wahr? Das ist der sogenannte Missionsbefehl, schon mal gehört den Begriff, oder? Der Missionsbefehl, geht hin. Vers 19, können wir gleich lesen. Da sagt Jesus, so geht nun hin und macht zu was? Jüngern, seht ihr, viele Menschen haben den missverstanden. Sie haben gedacht, man muss die Menschen zu Christen machen, obwohl eigentlich Christen und Jünger in der Bibel das Gleiche sind. Aber wie hat man das meistens über die Jahrhunderte gemacht? Mit der einen Waffe in der Hand und mit dem Taufbecken in der anderen Hand, entweder du stirbst oder entweder du wirst Christ oder du wirst umgebracht, nicht wahr? So hat man es im Mittelalter gemacht. So hat man die Sachsen bekehrt. Entweder Taufe oder Kopf ab. Und dann waren plötzlich alle Sachsen Christen, nicht wahr? Das war nicht so wirklich im Sinne von Jesus. Denn Jesus wollte, dass die Menschen was werden? Jünger. Was ist ein Jünger?
Was ist die Definition eines Jüngers? Ein Schüler, genau, ein Nachfolger. Jemand, der dem anderen nachgeht, nicht wahr? Der dem Lehrer nachgeht. Und wenn der Lehrer nach links geht, geht der Schüler auch nach links. Wenn der Lehrer nach rechts geht, dann geht er nach rechts. Jemand, der wirklich seinen Lehrer selbst kennt und ihm folgt. Also Christen in der Bibel sollten eigentlich Jünger sein. Sie folgen Jesus nach, wohin auch geht, ja, egal was er sagt. So macht so Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und was ist in Vers 20? Sehr interessant. Und? Wie viel? Alles halten. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass Menschen sagen, oh, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Wunderbar, bist ein Christ, fertig, aus. Sondern Jesus selbst hatte das Ziel, dass ein Jünger, ein Christ, alles hält, was Jesus gesagt hat. Könnt ihr es sehen? Das war das Ziel. Jetzt kann man wissen, was Jesus gesagt hat. Kann man das wissen? Woher kann man das wissen? Wir haben mindestens 4 Bücher in der Bibel, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die uns explizit sagen, was Jesus gesagt hat, okay? Jetzt haben alle christlichen Kirchen die gleiche Bibel. Mehr oder weniger haben sie eigentlich alle die gleiche Bibel, oder? Ist es nicht erstaunlich, dass wir trotzdem so viele Unterschiede finden? Und ich glaube, wir alle täten besser daran, wenn wir uns an diesen Vers hier wieder halten würden, oder? Sagen, okay, wir wollen einfach nicht dem trauen, was meine Kirche sagt oder was deine Kirche sagt oder was diese Kirche sagt, sondern einfach mal schauen, was sagt Jesus selbst. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch. Wie lange? Alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Jetzt nebenbei gesagt, habt ihr gewusst, dass es in diesem Kapitel 2 Missionsbefehle gibt? Haben wir schon mal behandelt? Hier? Habt ihr den zweiten schon gefunden? Nee, okay, haben wir es noch nicht behandelt. Ich wusste nicht, ob ich das schon mal gemacht habe hier. Okay, wer kann den zweiten Missionsbefehl finden in diesem Kapitel? Vers 20, ja. Ja, ist eigentlich auch noch der gleiche, nicht wahr? Es gibt einen zweiten Missionsbefehl. Ja, gehört zum ersten, also gehört zu dem, den wir gerade gesagt haben. Ja, ist auch alles, gehört alles dazu, nicht wahr? Das ist ja alles in dem Missionsbefehl. Es gibt einen ganz anderen Missionsbefehl noch in dem Kapitel. Bist du für irgendwas sein? Ja, das ist im Prinzip ja dem Missionsbefehl nur immer zeitlich ausgedehnt, nicht wahr? Ihr sucht an einer völlig falschen Stelle. Nein, 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 ihr sucht immer noch in Vers 18, 19 und 20, oder? Aber das ist ja der erste Missionsbefehl. Und wenn der erste Missionsbefehl, also dieser berühmte, in 18, 19, 20 ist, dann wird der andere, den ich suche, wahrscheinlich nicht in 18, 19, 20 sein, oder? Seht ihr einen anderen Missionsbefehl? Einen anderen Befehl? Ja? Also halten wir fest. Ja, genau. Schaut mal mit mir Vers 11 bis 15 an. Während sie aber hingingen, siehe, da kamen etliche von der Wache in die Stadt und verkündeten den obersten Priestern alles, was geschehen war. Diese versammelten sich samt den Ältesten und nachdem sie Rat gehalten hatten, gaben sie den Kriegsknechten Geld genug und sprachen, sagt, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schlafen. Und wenn dies von den Statthaltern kommt, so wollen wir ihn besänftigen und machen, dass ihr ohne Sorgen sein könnt. Sie aber nahmen das Geld und machten es so, wie sie belehrt worden waren. Und so wurde dieses Wort unter den Juden verbreitet bis zum heutigen Tag. Könnt ihr irgendwelche Parallelen finden zwischen diesem Missionsbefehl und dem, der danach kommt? Also zwischen Vers 11 bis 15 und zu Vers 16 bis 20. Diese 5 Verse und 5 Verse einfach mal miteinander vergleichen. Fällt euch irgendwas parallel auf oder im Kontrast? Ja, beide Gruppen, sowohl die Jünger als auch die Soldaten, sollen eine Rede weiterverbreiten. Ja? Sie sollen etwas weitergeben. Okay, was noch? Cool, cool. Text genau. Wie sie unterrichtet wurden. Die Priester sagen, ich sage euch genau das, was ihr sagen sollt. Und Jesus sagt, ich sage euch genau das, was ihr sagen sollt, okay? Sie sollen nicht ihre eigenen Worte weitergeben, sondern nur das, was ihnen gesagt worden ist. Und weitergeben. Okay, was noch? Es gibt noch mehr Parallelen. Sucht man noch mehr Parallelen zwischen den beiden. Kontrast oder Parallelen? Ja? Und wenn der Stadthalter zu oben kommt, wollen wir ihn beschwichtigen. Genau, was sagen sie? Genau, sie sagen mit anderen Worten,
ihr lieben Soldaten, wenn ihr in Schwierigkeiten kommt, keine Angst, wir haben die Kontrolle, wir haben gute Beziehungen zu den Königen der Welt, nicht wahr? Zur Regierung der Welt. Was sagt Jesus? Wenn ihr in Schwierigkeiten seid, ich bin bei euch alle Tage. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel. Wenn ihr in Schwierigkeiten kommt, keine Sorge, ich werde mich darum kümmern. Ich habe beste Beziehungen zur Regierung des Universums, nicht wahr? Könnt ihr sehen, wie die beiden relativ ähnlich sind, aber trotzdem genau das Gegenteil. Wer waren die Soldaten? Was haben die Soldaten gesehen? Die Soldaten waren Augenzeugen der Wiederkunft, der Auferstehung Jesu, oder? Sogar noch bessere Augenzeugen als die Jünger, denn die Jünger haben Jesus nur später gesehen. Aber die Soldaten waren live dabei, als der Engel vom Himmel kam und es ein Erdbeben gab. Die waren live dabei. Das waren die besten Augenzeugen, die man hätte kriegen können. Beides waren Augenzeugen, ja? Recht freundlich ausgedrückt. Die hat es regelrecht umgehauen. Ja. Die waren dabei. Ja. Das ist übrigens auch eine schöne Parallele zu den Jüngern, denn die hat es nämlich auch umgehauen, nicht wahr? Als Jesus gestorben ist, haben auch um ihr Leben gezittert. War auch eine erbärmliche Erfahrung für sie. Zu wem sind die Soldaten gegangen? Zum hohen Priester. Und zu wem gehen die Jünger? Zum hohen Priester, ja? Ihr habt zwei Gruppen von Menschen. Beide sind Augenzeugen. Beide gehen zum Priester, einer zum irdischen Priester, die anderen zum wahren hohen Priester, der im Himmel hohen Priester sein wird. Die einen bekommen die Lüge aufgetischt und sollen, obwohl sie die Wahrheit kennen, die Lüge weiterverbreiten. Die anderen sollen die Wahrheit weiterverbreiten, die sie kennen. Beide bekommen die Sicherheit, wenn es Probleme gibt, wir kümmern uns darum. Macht ihr nur euren Job. Sagt genau das, was wir euch sagen. Jesus sagt genau das, was ich euch befohlen habe. Und beide sollen es weiterverbreiten. Und wie lange sollen sie es weiterverbreiten? Jesus sagt, bis ans Ende der Welt. Und von den Soldaten heißt es, ihre Rede verbreitet sich bis zum heutigen Tag. Das meint natürlich die Zeit, als Matthäus sein Evangelium geschrieben hat. Aber gibt es diese Theorie immer noch, dass das Ganze nur ein Fake war mit der Auferstehung? Die Missionare haben super Arbeit geleistet. Das heißt, wenn man davon spricht, dass es einen Missionsbefehl gibt, stimmt das eigentlich nicht. Es gibt zwei Missionsbefehle. Der eine Missionsbefehl kommt von Gott und sagt, sag den Leuten, was ich der Menschheit zu sagen habe. Und der andere Missionsbefehl kommt von der Verbindung von politischen und religiösen Mächten, die sagen, wir wollen nicht, dass die Menschen die Wahrheit erfahren. Wir wollen dafür eine natürliche Erklärung finden und das dann als eine Lüge, obwohl wir es besser wissen, unter die Leute bringen. Das heißt, die Jünger haben nicht nur gegen Schwierigkeiten anzukämpfen, sie haben auch dagegen anzukämpfen, dass es Menschen gibt, die bewusst die Unwahrheit über Jesus sagen und damit Menschen verführen. Und das ist der Grund, warum Jesus wusste, dass die Pharisäer versuchen, alle Beweise irgendwie zu vertuschen. Deswegen unter anderem auch diese Dringlichkeit des Missionsbefehles, damit Gottes Charakter auch wirklich von den Menschen verstanden wird. Ja? Dann gibt es noch bei beiden Gruppen eine Motivation, weshalb sie zu ihrem hohen Priester gegangen sind. Gerade bei der ersten, die waren ja motiviert. Mhm. Und nicht die Vorgesetzten. Mhm. Also, wie schräg ist das denn? Das ist alles ziemlich schräg, ja. Es gibt noch eine Parallele. So handelt man doch nicht mal als weltlicher Mensch, sondern stimmlich. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber es gibt noch eine Parallele. Ist euch das aufgefallen, dass beide Gruppen, sowohl die Jünger als auch die Soldaten, nicht genau wissen, wie es weitergeht? Die Soldaten wissen nicht, was sie tun sollen. Und die Jünger wissen auch nicht so richtig, wie es weitergeht. Sie zweifeln auch so ein bisschen, ja, wie geht es jetzt weiter? Also, je mehr man das studiert, desto mehr sieht man, der Matthäus, der macht das ganz oft in seinem Evangelium, der nimmt Geschichten, die noch nicht mal unbedingt chronologisch zusammengehören und stellt sie immer nebeneinander, so, dass man plötzlich den Kontrast sieht oder die Parallele. Ja? Also, wenn ihr solche Geschichten lest, solche Verse, die ihr schon 100-mal gelesen habt, dann schaut mal ein paar Verse weiter vorher oder rückwärts, ob es da was gibt, was so ähnlich ist und plötzlich sieht man ganz interessante Dinge, oder? Ist ganz spannend. Und übrigens, beide Gruppen kriegen von ihrem hohen Priester das, was sie brauchen dafür, für die Mission. Die Soldaten kriegen Geld und was kriegen die Jünger vom Hohen Priester? Den Heiligen Geist, nicht wahr? Sie kriegen genau das. Jesus gibt das, was er hat und die Hohen Priester geben das, was sie haben. Die einen geben Geld und Jesus gibt uns den Heiligen Geist.
Und beide können genau damit ihre Mission vollführen. Das ist ganz interessant. Okay, das nur nebenbei. Das heißt, wenn es eine, hier war der Grund, warum wir das gemacht haben. Wir können hier sehen, wann immer es eine Wahrheit gibt, die in der Welt weit verkündigt wird, gibt es auch eine Lüge, ein Irrtum über Gott. Es ist immer, und das ist das Schöne, das ist das Interessante in der Bibel, es gibt immer diesen Konflikt zwischen der Wahrheit und dem Irrtum. Wahrheit und Irrtum, immer ganz, ganz deutlich ausgestellt, die Licht und Finsternis, die miteinander kämpfen. Das heißt, wenn jetzt Jesus, der am Ende der Zeit sozusagen seiner Gemeinde nochmal sagt, weissage nochmal, allen Nationen, Völkern, Stämmen, Sprachen und so weiter, was können wir erwarten? Dass es da auch eine starke Fraktion geben wird, die die Lüge verbreiten wird. Ja, dass es wieder einen Konflikt gibt zwischen Wahrheit und Irrtum. Ganz genau. Es ist nicht einfach nur Motivation, ich will was für Jesus tun, ich bin so begeistert, lass mich irgendwas für Jesus tun, sondern wir müssen wissen, dass es wenn es darum geht, andere Menschen mit Jesus bekannt zu machen, geht es immer um die Frage Wahrheit oder Irrtum. Wahrheit oder Irrtum. Und die einzige Möglichkeit rauszufinden, was ist Wahrheit, ist was? Selbst die Bibel zu studieren, nicht wahr? Solange wir einem Prediger, Pastor, Priester, Guru, wem auch immer, oder auch mir vertraut, sind wir nicht auf sicherem Boden. Der einzige sichere Boden, und das ist ja das, warum wir das hier machen, ist, dass wir selbst wissen, was die Bibel sagt, und selbst uns an das halten können, was Jesus sagt, weil wir selbst Jünger sind, nicht wahr? Jesus wollte nicht 12 Jünger haben, die dann nur noch formale Christen zeugen, sondern die Jünger sollten wieder Jünger machen, weil jeder Jünger selbst direkt mit Jesus verbunden ist. Er folgt selbst seinem Meister, Schritt für Schritt. Ja, Gott hat keine Enkelkinder, habt ihr das gewusst? Gott hat nur Söhne und Töchter. Jeder ist selbst mit Jesus verbunden, wenn er das möchte. Okay, gehen wir zurück zur Offenbarung und tauchen wir ein bisschen tiefer hinein in das, was dort gemeint ist. Offenbarung 10 und dort Vers 11 haben wir gerade gelesen. Du sollst nochmals weissagen über viele Völker, Nationen, Sprachen und Könige. Jetzt einige von euch haben schon gesagt, das klingt so ähnlich wie eine Botschaft aus Offenbarung 14. Und es ist auch genau die Botschaft, die hier gemeint ist. Genau diese Botschaft ist jetzt der letzten Gemeinde aufgetragen, und zwar in Offenbarung 14, und da werden wir jetzt den Rest des Abends drin verbleiben, also zumindest mal als Grundvers, wir werden dann immer hin und her springen. In Offenbarung 14, Vers 6 beginnend. Oh, das ist meine absolute Lieblingspassage, wisst ihr das? Meine absolute Lieblingspassage. Ich glaube, es gibt kaum eine wichtige auf der ganzen Welt. Vers 6. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen. Der hatte ein was? Ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und im Volk. Seht ihr die Parallele? Wir werden gleich noch mehr Parallelen sehen. Aber hier gibt es einen Engel. Ein Engel ist was? Ein Bote. Ein Bote hat eine Botschaft, logischerweise. Und er fliegt im Himmel, das heißt, ist gut zu sehen, nicht wahr? Und er hat was zu verkündigen? Ein ewiges Evangelium. Jetzt wollen wir das ein bisschen uns genauer anschauen. Lass uns auch erst weiterlesen, damit wir den Kontext haben. Vers 7. Der sprach mit was? Mit lauter Stimme. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Könnt ihr euch erinnern? Was war nochmal, nur für die, die schon da waren, als Erinnerung, was begann im Jahre 1844? Das Gericht, nicht wahr? Könnt ihr jetzt sehen, warum Gott sagt, du sollst nochmals weissagen mit einer Botschaft, die sagt, das Gericht ist gekommen? Seht ihr die Verbindung, wie die beiden Puzzleteile zusammenpassen, ja? Okay, wir werden gleich nochmal ausführlicher darauf eingehen. Die Stunde deines Gerichts ist gekommen und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Okay. Bis dahin erstmal. Also, was verkündet der Engel? Mit zwei Worten ausgedrückt. Ja, die Bibel drückt es noch schöner aus. Mit zwei Worten. Die Bibel benutzt zwei Worte. Nein? Die Bibel benutzt zwei Worte, um das alles zu beschreiben. Ewiges Evangelium. Ja, das ewige Evangelium besteht aus zwei Worten. Ewig und Evangelium. Und beide muss man wirklich verstehen, was das bedeutet. Was bedeutet das Wort Evangelium? Was würdet ihr sagen? Evangelium. Was ist ein Evangelium? Frohe Botschaft. Okay. Aber es gibt viele frohe Botschaften. Was ist das Evangelium, das hier gemeint ist? Was ist das Evangelium der Bibel? Wenn ihr einen Bibeltext nennen solltet, der das Evangelium beschreibt, ohne dass man lange große Aufsätze beschreiben, lesen muss. Johannes 3, Vers 16 heißt zum Beispiel,
Also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ganz einfacher Vers. Der beschreibt, dass jeder Mensch, wie viele Menschen? Jeder, egal ob ich Türke bin oder Afghane oder Peruaner oder Grönländer oder Hawaiianer oder Südafrikaner, jeder Mensch kann ewiges Leben haben durch eine einzige Bedingung. Welches ist die Bedingung? Glauben. Aber in diesem Vers kommt das Wort Evangelium nicht direkt vor. Ihr habt recht, dieser Vers ist vielleicht der schönste Vers, um das Evangelium zu beschreiben. Aber kennt ihr einen Vers in der Bibel, wo das Wort Evangelium quasi definiert wird? So, Evangelium ist gleich. Natürlich sage ich es euch, aber ich möchte ein bisschen fordern. Evangelium. Schaut mal mit mir in Römer 1. Ehrlich gesagt sind sogar zwei Verse, wenn ihr das gelten lasst. Hättest du dann Römer 1, 16, 17 gesagt, ja? Obwohl Vers 16 würde auch eigentlich ausreichen, aber wir nehmen Vers 17 noch dazu. Römer 1 ab Vers 16. Römer 1 ab Vers 16 sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Ist euch aufgefallen, dass viele, viele Menschen insgeheim vielleicht doch eher religiös sind oder an Gott glauben möchten, aber sich schämen dafür? Das ist ein Phänomen, nicht wahr? Es ist ganz oft so, dass man vielleicht etwas glaubt oder etwas für wahr hält, aber sich nicht traut, das vor anderen zu bekennen oder dazu zu stehen, weil man denkt, die anderen halten einen für altmodisch oder für, was weiß ich, hinterwäldlerisch. Aber Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Warum? Weil er wusste, was das Evangelium ist. Und ich glaube, wenn man weiß, was das Evangelium ist, dann schämt man sich auch nicht mehr. Warum? Denn es ist was? Gottes? Ihr klingt nicht so, als wenn ihr das glauben würdet, was da steht. Es ist Gottes Kraft. Jetzt ist eine Kraft. Habt ihr es nicht? Es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt? Genau. Was ist eine Kraft? Eine Macht? Okay, was noch? Was bewirkt eine Kraft? Stärke, Energie, ja? Was noch? Das verändert, nicht wahr? Wann immer ich eine Kraft ausübe, nicht wahr? Also wenn ich mit viel Kraft an dieser Bibel jetzt zerre, dann verändert sie sich irgendwann, okay? Wenn ich mit viel Kraft vielleicht auf diesen Stuhl trete, dann verändert er sich, ja? Die Kraft verändert etwas. Und ich glaube, das ist der Grund, warum die meisten Menschen sich des Evangeliums schämen, weil sie das Evangelium nämlich nur als eine Theorie kennen. Sie wissen, was die Bibel sagt, haben davon gehört, haben aber niemals die Kraft erlebt, die etwas verändert in ihrem Leben. Denn wenn ich in meinem Leben eine Veränderung erlebt habe, wenn ich weiß, ich war mal so, und jetzt bin ich so und ich weiß, das ist nur deswegen, weil ich die Bibel gelesen habe und aus keinem anderen Grund, dann schäme ich mich auch nicht mehr, weil ich selbst erlebt habe, nicht wahr? Was soll ich mich schämen? Übrigens, das griechische Wort, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ihr könnt mir helfen, ist Dynamis. Ja, richtig. Aber da kommen wir ein deutsches Wort her und das heißt Dynamit. Was meint ihr, wie viel Christen kennt ihr, deren christliches Leben wie Dynamit ist? Ja, wenn man an Christen denkt, denkt man eher so an so, also fromme, vielleicht halb verschrobene Menschen, die irgendwie vielleicht so hinterwäldlerisch sind. So denken viele Menschen zumindest über Christen, nicht wahr? Sie wollen mehr etwas Kraftvolles im Leben haben, nicht wahr? Stattdessen ist nämlich das Evangelium die Kraft. Und das hat damit auch wieder zu tun mit dem zweiten Evangelium, nicht wahr? Mit der Gegenmission, Gottes Charakter falsch darzustellen. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und ich glaube, was wir brauchen als Christen, ist eine gehörige Portion dieser Erfahrung von der Kraft. Nicht im Sinne von Muskelprotzerei, sondern dass Gott etwas in meinem Leben bewirkt hat, dass ich wirklich eine Kraft erlebt habe. Nicht im Sinne von irgendwelchem New Age Mystizismus, dass man irgendwie, sondern ganz rational und ganz logisch. Schaut nochmal in Römer 1
an, wie es weitergeht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für wie viele? Für alle oder für jeden. Das ist genau das, was Johannes 3,16 sagt. Der glaubt zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen, nicht wahr? Was ein schöner Vers. Also die Griechen wissen auf jeden Fall, dass sie gerettet werden. Vers 17, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also jetzt werden einige Dinge gesagt, die das Evangelium definieren. Die es definieren. Wir wissen, das Evangelium ist eine Kraft. Es verändert etwas. Und übrigens, er sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Wer war die erste Person auf der Welt, die sich geschämt hat? Adam und Eva haben sich geschämt. Warum? Weil sie plötzlich ihre Nacktheit erkannt haben, ja? Und was haben sie versucht, um ihre Nacktheit zu verdecken? Sie haben sich Feigenblätter genommen, haben die sich umgeschürzt, dachten, er sieht doch ganz schön aus, nicht wahr? Und dann kam Gott, hat gefragt, wo bist du, Adam? Und was hat Adam gesagt? Ich fürchtete mich, denn ich bin nackt. Ich bin nackt, immer noch. Was deutlich macht, dass diese Nacktheit mehr ist als einfach nur körperliche Nacktheit, sondern dieses Gefühl von Scham. Hat jemand sich von euch, kennt jemand, dass er sich schämt für das, was er getan hat? Schon mal erlebt, dass ich habe irgendwas getan und ich schäme mich dafür. Ich wünschte, ich hätte es nicht getan. Ich fühle mich so entblößt, nicht wahr? So bloßgestellt. Gott sei es gedankt, wenn man sich noch schämt. Ja, du hast recht. Du hast recht, das ist noch ein anderes Thema, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf zu. Das ist nicht unwichtig. Aber Paulus sagt, das Evangelium ist eine Kraft, dass ich mich nicht mehr schämen muss. Mit anderen Worten, ich kann in meine Vergangenheit schauen und brauche kein Bedauern mehr haben, weil ich weiß, Gott hat es mir vergeben, er wird es tilgen. Ich lebe so, als wäre es nie passiert. Könnt ihr vorstellen, was das plötzlich für eine Kraft im Leben ist? Nicht einfach nur, ich weiß, es war verkehrt, Gott hat mir gezeigt, es war verkehrt und wenn ich es nur gut machen könnte, wenn ich nur wieder zurückgehen könnte. Nein, es ist gut gemacht, es ist alles vorbei. Das ist die Kraft. Und schaut mal, wie das möglich ist. Er sagt, es gibt nur eine Möglichkeit, dahin zu kommen. Man fragt sich, ja, wie komme ich an diesen wunderbaren Ort, wo das Evangelium eine Kraft ist? Was ist der Zug, der mich dahin bringt? Der Zug, der uns dahin bringt, ist was? Der Glaube. Bringt uns zu einer ganz interessanten Frage, die wir schon öfter behandelt haben, aber die wir hier nochmal anbringen wollen. Was ist Glaube? Wenn ich heute im Deutschen sage, ich glaube, es ist 3:30, würdet ihr euch hundertprozentig darauf verlassen? Nicht unbedingt, weil ich sage, ich glaube nicht, weil im Deutschen hat sich das Wort Glaube dann verändert, dass wir sagen, naja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube mal, es war der 25. Könnte auch der 27. gewesen sein, ja? So eine Unsicherheit. Aber das ist nicht das, was die Bibel mit Glaube meint. Schaut mal mit mir nochmal Vers 17 an. Es heißt, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Leben kommt aus dem Glauben. Und jetzt kennt ihr schon, wer von euch weiß, was der wichtigste Parallelvers dazu ist? Den haben wir schon 1000 Mal besprochen, oder? Ja, fast. Auch. Ja, genau, da wollen wir hin. Aber was ist der Vers? Wer beschreibt, in welchem Vers wird beschrieben, woraus wir leben? Genau, in Matthäus 4, Vers 4. Schlagen wir doch mal auf, Matthäus 4, Vers 4. Wenn das so lange immer wiederholen, bis ihr das im Schlaf rückwärts auf Hebräisch könnt. Oder Griechisch. Was auch immer. Matthäus 4, Vers 4 sagt, Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom was? Vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort oder einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht, mit anderen Worten. Woraus lebt der Mensch nach Jesus Worten? Er lebt aus? Nicht aus Gottes Wort, sondern aus jedem Wort, nicht wahr? Das aus Gottes Mund hervorgeht. Nicht nur aus der größten Menge, sondern aus allem, ja? Welcher Mose? Genau, in 5. Mose 8 steht das auch nochmal. Genau, da zitiert das sehr. Genau. Genau, er zitiert das aus 5. Mose 8, und zwar da, wo das Manna ist. Und zwar, das Manna kommt woher? Woher regnet das Manna? Vom Himmel, nicht wahr? Das Wort, das aus dem Himmel herabkommt. Und das Wort Gottes, und das Manna hatte was für einen Geschmack nochmal? Wie? Honigseim. Und wie Ölkuchen, nicht wahr? Und dann haben wir alles schon behandelt. Aber der Punkt an der Sache ist, wie viele Arten zu leben gibt es? Ein oder zwei? Paulus sagt, der Mensch lebt aus Glauben. Römer 1, Vers 17. Jesus sagt, der Mensch lebt aus jedem Wort. Paulus sagt, der Mensch lebt aus Glauben. Und Jesus sagt, der Mensch lebt aus jedem Wort. Widersprechen die sich beiden? Es gibt nur einen Weg und ein Leben.
und einen Glauben. Das heißt, Glaube heißt Leben aus jedem Wort. Das Auto sozusagen, dieses Vehikel, das mich dazu bringt, diese Kraft zu erleben, ist, wenn ich mir vornehme, aus jedem Wort zu leben. Nicht zu sagen, okay, die Bibel ist ein Buch für die Priester und die Pfarrer und die Pastoren und die Prediger und die Theologie-Experten. Ich begnüge mich mit dem, was mir meine Eltern gesagt haben. Dann, und das ist die Erfahrung von, ich glaube, wahrscheinlich der überwiegenden Mehrheit aller Christen, aller Denominationen. Ich weiß nur ungefähr, was da drin steht, weil es ist mir gesagt worden in der Sonntagsschule oder wo auch immer. Aber die Kraft zum Leben kommt daher, dass ich selbst aus jedem Wort lebe. Das nicht bedeutet, dass ich jedes Wort auswendig können muss, sondern dass alles, was ich lese, und wenn ich nur einen Vers am Tag lese, aber ich nehme ihn beim Wort sozusagen, ja, ich lebe daraus, ja, das ist für mich geschrieben, Jesus möchte mir etwas sagen. Und das verändert unser Leben. Und ich glaube, jeder, der das erlebt hat, weiß, dass das stimmt. Jesus sagt, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort. Also, Glaube, das ewige Evangelium, das jetzt der ganzen Welt verkündigt werden soll, besteht darin, dass die Menschen erkennen sollen, dass es eine Kraft gibt, die ihre Fehler der Vergangenheit tatsächlich zudeckt, dass sie sich nicht mehr schämen brauchen, indem sie einfach jedem Wort folgen. Jetzt ist das schwer oder einfach? Ja, also was, es ist schwer oder einfach? Ich meine, ist es schwierig, die Bibel zu lesen? Ich meine, außerdem, dass man vielleicht lesen können muss. Ist das schwierig, so technisch? Überhaupt nicht. Ist es schwierig, Zeit zu finden für die Bibel? Ja, schon ein bisschen mehr, nicht wahr? Aber im Prinzip ist es auch nicht so viel schwierig. Aber was ist die Schwierigkeit darin? Die Schwierigkeit ist, ich werde beim Bibellesen immer wieder auf Stellen kommen, wo ich merke, dass meine Idee und Gottes Idee nicht ganz harmonisch sind, nicht wahr? Dass mein Wille und Gottes Wille nicht ganz harmonisch sind. Dass Gottes Vorstellungen für mein Leben und meine Vorstellungen für mein Leben nicht ganz zusammenpassen. Und jetzt ist der entscheidende Punkt, nicht wahr? Der entscheidende Punkt des Glaubens ist zu sagen, ich lebe aus jedem Wort, das aus Gottes Wort hervorkommt. Deswegen sagt Jesus, in welchem Alter macht man das? In welchem Menschenalter hat man diese Einstellung, alles zu nehmen, so wie es kommt? Im Kinderalter, nicht wahr? Einem Kind kann man sagen, tu das und es wird nicht sagen, nee, das glaube ich nicht. Also, das erscheint mir ein bisschen seltsam. Kleines Kind macht, was einem gesagt wird. Und deswegen sagt Jesus, wenn ihr werdet wie die Kinder, nicht wahr? Heißt das, dass wir deswegen unseren Verstand aufgeben sollen? Definitiv nicht, denn was glaubt ihr, was die Bibel mit unserem Verstand macht? Es gibt nichts, was den Verstand mehr schärft als Bibellesen. Hab ich das so erlebt. Gehen wir mal zum Evangelium zurück und fragen uns, was ist jetzt an dem Wort Gottes? Also wir wissen, das Evangelium ist eine Kraft, die bewirkt, dass ich mich nicht mehr schämen brauche für das, was in meinem Leben passiert ist, weil es wird mir wirklich vergeben und ich weiß, es ist mir vergeben. Es ist wie Dynamit, die all die Sünden hinwegsprengt. Und ich komme dahin, indem ich jedem Wort glaube. Also was ist so kraftvoll an dem Wort Gottes? Was ist an diesem Wort? Ich finde, das sind nur Buchstaben, oder? Schwarz auf weiß geschrieben. Habt ihr das Gefühl, dass hier irgendeine besondere Kraft, also ist da eine magische Kraft in diesem Wort? Was wissen wir über das Wort Gottes? Es hat die Kraft zu verändern, ja? Die Bibel sagt, so schärfer wie ein zweischneidiges Schwert, ne? Um einmal ist es ganz schön scharf, nicht wahr? Aber es ist nicht wie ein Schlechter es benutzt, sondern wie ein Chirurg, nicht wahr? Der muss auch mal schneiden, den Körper aufschneiden, um den Krebs rauszuholen. Wo kommt das Wort Gottes zum allerersten Mal vor? Bei der Schöpfung. Und was macht das Wort Gottes dort? Schaut mal mit mir in 1. Mose 1. Genau. Vers 1, den könnt ihr auswendig, oder? Den allerersten Vers im Anfang. Durch Gott, die Himmel und die Erde, nicht wahr? Und dann heißt es in Vers 2, die Erde aber war wüst und leer und es war Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebt über dem Wasser. Vers 3, und Gott sprach, ganz einfacher Vers, Gott sprach. Das war das erste Wort, das in der Bibel steht sozusagen, ja, dass Gott gesprochen hat. Was hat er gesagt? Es waren drei Worte, es werde Licht. Und was war der Effekt von diesen drei Worten? Es wurde Licht. Es entstand kein Elefant, kein Mangobaum und auch keine Schildkröte. Es wurde Licht. Mit anderen Worten, das Wort Gottes macht immer genau das, was dort steht, wenn ich es zulasse in meinem Leben. Immer genau das.
Das muss auch keiner verstehen. Aber hier ist der Punkt. Schaut mal mit mir in 2. Korinther 4, Vers 6. Da wollen wir verstehen, wie das jetzt auf das Evangelium anzuwenden ist, was wir gerade gesagt haben. 2. Korinther 4, und dort Vers 6. Dort heißt es, denn Gott, der dem Licht gebot, wann hat er das gemacht? Ganz am ersten Schöpfungstag, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch wo? In unseren Herzen Licht werden lassen. Das heißt, der gleiche Vorgang, der am ersten Schöpfungstag stattfand, der gleiche Vorhang findet auch in unseren Herzen statt. Jetzt, wie war es am ersten Schöpfungstag nochmal? Finster und wüst und leer. Das hebräische Wort ist, weiß es jemand noch von euch? Tohu wabohu, kennt ihr, oder? Dein Zimmer sieht aus wie ein Tohu wabohu. Warum sagt man, dein Zimmer sieht aus wie ein Tohu wabohu? Weil es chaotisch ist, nicht wahr? Alles durcheinander. Frage, wie ist unser Herz, bevor wir Jesus kennenlernen? Ist nicht so, dass unser Herz wüst ist, dass es chaotisch, dass wir Chaos im Leben haben, dass es finster manchmal ist? Und dass wir so eine Leere haben, nachdem man sich, und alle Menschen haben das. Manche versuchen das durch Meditation auszugleichen, manche versuchen das durch Karriere auszugleichen, manche Menschen versuchen das durch Drogen auszugleichen, manche Menschen versuchen das einfach, indem sie an ihrer Familie klammern, festzuhalten. Jeder versucht, diese Leere zu füllen mit irgendetwas. Und entweder man kommt ganz oben an und stellt fest, es hat nicht funktioniert, oder man kommt ganz unten an, es hat nicht funktioniert, wenn es mit Drogen oder so. Der Punkt ist, ich glaube, jeder Mensch hat dieses namenlose Sehnen, diese Leere in seinem Herzen zu füllen. Und der Heilige Geist, was hat er damals gemacht am ersten Schöpfungstag? Der schwebt über den Wassern, schon als es dunkel ist. Das heißt, der Heilige Geist kommt nicht erst, wenn das Licht ist und alles wunderbar aufgeräumt ist. Der Heilige Geist schwebt schon in unserer Finsternis, wirkt er an uns. Der Heilige Geist wirkt schon an uns, wenn wir noch völlig im Chaos sind und noch keinen Plan haben von dem, was Gott von uns möchte. Aber es ist erst, wenn das, wann wird es erst Licht, richtig in unserem Herzen? Wenn das Wort Gottes in unser Herz kommt. Das heißt, lange bevor wir das Wort Gottes zum ersten Mal aufschlagen, hat der Heilige Geist schon lange uns vorbereitet. Ja? Aber nur das Wort Gottes selbst hat die Kraft, in unseren Herzen es Licht werden zu lassen. Schauen wir weiter. Damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der was? Der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das heißt, wir sollen etwas erkennen. Was sollen wir erkennen? Wir sollen was erkennen? Die Herrlichkeit Gottes. Können wir sagen, was ist die Herrlichkeit Gottes? Seine Liebe, okay? Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, wie kommt er darauf? Das ist auch eine sehr gute Antwort. Aber wie kommt er darauf? Wir sind so gut darin, gute Antworten zu geben, nicht wahr? Ja. Schaut mal mit mir in 2. Mose 33. Vers 18. Was sagt die Bibel dort? Also es ist Mose, nicht wahr? Mose spricht zu Gott und sagt, er beantwortete, so lass mich doch deine was sehen, deine Herrlichkeit. Wolltet ihr jemals mal Gott von Angesicht zu Angesicht sehen? Hab gesagt, oh Gott, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Ja, wir haben jetzt am Mittwoch gelernt, das wäre gar nicht so gut, nicht wahr? Das wäre nicht so gut. Aber es ist ein anderes Thema. Aber schaut, was Gott macht. Vers 19. Und der Herr sprach, ich will was an dir vorüberziehen lassen? Alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Mit anderen Worten, Gott sagt, Mose sagt, zeig mir deine Herrlichkeit. Und Gott sagt, okay, ich bin gnädig, barmherzig, liebevoll. Er beschreibt seinen Charakter. Mose hat wahrscheinlich auf eine super Lichter-Lasershow gewartet, nicht wahr?
die ihn umwirft. Aber Gott sagt, das Allerschönste, das Allerherrlichste an meinem Charakter, meine Herrlichkeit eigentlich, ist mein Charakter. Selbst wenn da keine Lichtstrahlen wären am Thron Gottes, wäre ich immer noch genauso herrlich. Die Herrlichkeit Gottes ist seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Liebe, die nicht einfach nur irgendwo transzendent als Prinzip durchs Universum schwebt, sondern die mich meint. Woher wissen wir das? Schaut mal mit mir in Johannes 17. Ganz interessantes Kapitel. Johannes. Johannes, Evangelium 17. Schaut mal Johannes 17, Vers 1. Johannes Evangelium, Kapitel 17, Vers 1. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, die was ist gekommen? Die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Jetzt, Johannes 17 ist eher am Anfang oder am Ende des Evangeliums? Ziemlich am Ende, nicht wahr? Und welche Stunde meint er wohl, wenn er sagt, die Stunde ist gekommen? Er sagt, er ist kurz vor der Kreuzigung. Wir können jetzt in Kapitel 18, 19, 20 weitersehen, wie das mit der Kreuzigung vonstatten geht. Jesus sagt, ich stehe kurz vor der Kreuzigung und was soll jetzt passieren? Er sagt, verherrliche deinen Sohn. Schaut mal Vers 5. Vers 5 ist noch interessanter. Da heißt es, und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Mit anderen Worten, was Jesus sagt, ist, die Herrlichkeit, die sich jetzt an dem Kreuz offenbart, ist dieselbe Herrlichkeit, die Jesus hatte, als er noch im Himmel war, lange bevor die Welt geschaffen war. Das heißt, die Herrlichkeit, die Gott im Himmel hatte, ist die gleiche Herrlichkeit, die sich am Kreuz offenbart. Wie viele Lichtstrahlen waren am Kreuz? Wie viele gleißende Manifestationen von irgendwelchen Dingen, wo wir uns Gott mal vorstellen? Aber trotzdem war Gott in der Lage, immer noch so die gleiche Herrlichkeit zu offenbaren. Mit anderen Worten, all das, was Gott ist, das Licht, und das sagt der Bibel, Gott ist Licht und da ist Licht und alles wunderbar, ist nur das äußere Beiwerk. Seine wahre Herrlichkeit besteht in seinem Charakter, der sich nirgendwo besser offenbart als auf Golgatha. Denn Golgatha ist der Moment, wo Gott sagt, ich verzichte auf alles, damit du leben kannst. Aber auch Jesus Christus, der wird ans Kreuz geheftet, er wurde erhöht, steht in der Bibel. Immer, ich weiß ja inzwischen, wie das gemeint ist, aber man muss manchmal wirklich hinschauen, wie im Kontext das gemeint ist. Ja. Sonst kann man ja leicht verwirrt werden. Ja. Schaut mal mit mir in Jesaja 53. Jesaja ist genau in der Mitte der Bibel. Ich schlage genau die Mitte auf, dann findet ihr Jesaja. Wenn es nicht Jesaja war, habt ihr nicht die Mitte geschlafen. Jesaja 53. Jesaja 53 ab Vers 3, okay? Jesaja 53 ab Vers 3, die Bibel sagt, verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er, wer ist hier gemeint? Jesus hat unsere Krankheit getragen. Und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für was? Für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Was die Bibel sagt, ist sehr einfach. All das, was ich getan habe,
und wofür ich verantwortlich eigentlich bin, dafür möchte er die Verantwortung übernehmen. Und er hat sie übernommen. Er hat meine Krankheit getragen, meine Schmerzen getragen, meine Übertretung, meine Missetat, meine Strafe. Wenn ihr darüber nachdenkt, das ist ein ziemlich, ich will sagen, ernüchternder Gedanke, aber am Kreuz könnt ihr zwei Dinge sehen. Am Kreuz seht ihr die äußerste Hässlichkeit der Sünde und die unglaubliche Liebe Gottes. Schaut mal, hier ist ein interessanter Gedanke. In Römer 5, Vers 8. Römer 5, Vers 8. Schauen wir jetzt Vers 7. Römer 5, Vers 7 erst. Römer 5, Vers 7 sagt, nun stirbt, seid ihr da? Römer 5, Vers 7. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Er sagt, selbst wenn du eine gerechte Person bist, ich würde es mir echt überlegen, für dich zu sterben. Wer von euch wäre bereit, für eine gerechte Person zu sterben? Selbst wenn wir wissen, die Person hat nichts Falsches in ihrem Leben getan, wir würden wohl zögern, unser Leben für ihn zu geben, oder? Dann sagt er hier, naja, für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Also wenn die Person nicht nur gerecht war, sondern noch ganz, ganz viel Gutes getan hat, dann wird vielleicht sagen, okay, da lohnt sich. Für den vielleicht sein Leben zu geben, das lohnt sich, oder? Jemand, der wirklich für so eine Art Mutter Teresa sein eigenes Leben zu geben, dass sie noch weiterleben könnte, zum Beispiel, als Beispiel, ja? Oder jemand, der wirklich unglaublich viel tut und ein großer Segen für die Menschheit ist, wenn dessen Leben auf dem Spiel steht, für ihn vielleicht das Leben geben. Er sagt, vielleicht gibt es da ein, zwei, die das machen würden. Aber schaut, was Jesus gemacht hat, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, als Christus für uns gestorben ist, als wir noch was waren. Sünder waren. Und was ist Sünde? Sünde ist Trennung von Gott. Sünde ist Übertretung des Gesetzes. Die folgt dann, vielmehr gesagt, vielmehr folgt aus der Sünde die Trennung von Gott. Mit anderen Worten, ein Sünder steht auf der anderen Seite. Wie viele Seiten gibt es im Evangelium? Es gibt die Wahrheit und die Lüge, den Irrtum. Der Sünder steht auf der falschen Seite. Der Sünder kämpft gegen Gott. So wie wir gerade gelesen haben, Jesaja 53, wir hielten ihn für bestraft, für geschlagen, niedergebeugt, so wie die Juden gedacht haben, er bekommt eine rechte Strafe. Und das ist nicht nur das Problem der Juden, ich glaube, wir alle haben Jesus mehr verachtet in unserem Leben lange Zeit, als wir ihn geliebt haben, oder? Und wenn wir ihn nur ignoriert haben. Ignoriert zu werden, ist eine der schlimmsten Formen der Verachtung, oder? Man kann es noch einigermaßen aushalten, wenn man angeschrien wird. Aber wenn man jahrelang ignoriert wird, als ich früher im Orchester dirigiert habe, da gab es so in den Geigen, in den Sektionen der Geigen, gab es so Violinisten, die haben zusammen gespielt seit 30 Jahren und haben nicht ein einziges Wort miteinander gesprochen, weil sie so sehr gehasst haben. Ich weiß nicht warum. Musiker sind oft sehr frustriert. Glaubt ja nicht, dass Musik die Menschen fröhlich macht. Könnt ihr euch vorstellen, seit 30 Jahren am Arbeitsplatz zu sitzen, nebeneinander, man muss in die gleichen Noten schauen, gemeinsam umblättern, sich Einzeichnungen machen und man hat seit 30 Jahren nicht miteinander gesprochen, wenn man sich ignoriert. Was meint ihr, wie man sich, habt ihr es mal erlebt, dass ihr ein unglaublich tolles Geschenk euch ausgedacht habt und habt Zeit investiert und Geld investiert und es ist besonders schön gemacht und ihr schenkt es der Person und die ignoriert euch. Die tut so, als würde es euch gar nicht geben, als hätte das Geschenk es niemals getan. Wenn wir Jesus ignorieren und so tun, als wäre er gar nicht da und so einfach leben, als gibt es ihn nicht, nur als Postkarte irgendwo, dann fühlt er sich verachtet, oder? Aber trotzdem ist er für uns gestorben. Und für wie viele Menschen ist er gestorben? Für alle. Was sagt die Bibel? Werden alle Menschen gerettet? Jetzt angenommen, du wüsstest, von all den Menschen, die hier in dem Raum sind, okay, könntest du wenn du dein Leben gibst, okay, könntest du diese Hälfte hier retten, okay? Diese Hälfte würde gerettet werden, okay? Und die werden verloren. Wer von euch würde trotzdem sein Leben geben, obwohl ihr wisst, die werden es nicht mal annehmen? Ganz genau.
Es kommt drauf an. Wenn es da jemanden gibt, den ich so sehr mag, dass ich für ihn bereit bin zu sterben, selbst wenn ich weiß, es ist eigentlich sinnlos. Das nennt man dann sozusagen liebeskrank, nicht wahr? Wenn man jemanden so sehr mag, dass man etwas tut, obwohl man weiß, es hat sowieso keinen Sinn, aber ich tue es einfach, weil ich ihn so sehr liebe. Könnt ihr sehen, wie sehr Jesus die Sünder liebt? Dass er selbst für die gestorben ist, von denen er wusste, dass sie ihn nicht annehmen werden. Und ich glaube, dass wenn das irgendwann einmal jedem Menschen offenbar werden wird, dann wird, wie die Bibel sagt, jeder Mund verstopft werden. Dann wird keiner mehr Gott anklagen können. Das ist das Evangelium. Übrigens, warum, wir müssen bald zum Schluss kommen, noch 10 Minuten. Warum wird das Evangelium genannt ein ewiges Evangelium? Okay, ja, das stimmt. Hat es das Evangelium schon zu allen Zeiten gegeben? Oder seit wann ist das Evangelium erfunden worden? Vor der Erschaffung der Menschheit. Die Bibel sagt noch, vor Grundlegung der Welt an ist das Lamm Gottes geschlachtet worden. Das heißt, bevor Gott überhaupt Menschen geschaffen hat, wusste er, es wird einen großen Preis kosten. Ein ewiges Evangelium. Heißt es, dass im Alten Testament das Evangelium genau das gleiche ist wie im Neuen Testament? Schaut mal mit mir in Römer 4. Was ist das Evangelium? Das Evangelium ist die Kraft Gottes durch den Glauben an jedes Wort. Schaut mit mir Römer 4 an. Einen ganz berühmten Vertreter des Alten Testaments wird hier beschrieben. Obwohl wir natürlich im Neuen Testament sind. Römer 4, schaut mal ab Vers 1. Was wollen wir denn sagen? Dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch erlangt hat. Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wie ist Abraham gerettet worden? Durch Glauben. Warum? Weil Gott gesagt hat, du wirst Nachkommen haben. Und er hat gesagt, okay, meine Frau ist unfruchtbar. Ich bin 100 Jahre alt. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Aber wenn Gott es sagt, dann kann Gott genau dieses Wort ausführen. Zu allen Zeiten war es immer allein derjenige, der einfach wie ein Kind dem gefolgt ist, nicht was die Menschen sagen, nicht was der Priester, was der Guru sagt, sondern was das Wort Gottes selbst sagt. Egal ob Mose oder Abraham oder Noah. Wie war das bei Noah? Sintflut? Er glaubte. Ich meine, woran hat sich dieser Glaube gezeigt? Was sagt die Bibel? Hat es vorher jemals geregnet gehabt? 1656 Jahre. Wenn das alles zusammenrechnet, von der Schöpfung bis zur Sintflut waren 1656 Jahre. Nicht ein Tropfen Regen. Könnt ihr das vorstellen? Es gab immer diesen Bibel schreibt, dass dieser die Nebel die Erde befeuchtet hat. Nicht ein Tropfen Regen. Wer von euch hat ein Boot gebaut, 120 Jahre? Gott hat es gesagt. Völlig unwissenschaftlich, völlig unmöglich. Hat es noch nie gegeben in den letzten 1000 Jahren. Frag unsere Vorfahren. Guck dir die Aufzeichnung an. Hat es noch niemals gegeben. Warum sollte es jetzt eintreffen? Aber jemand, der glaubt, fragt nicht, hat es das schon mal gegeben? Oder gibt es da irgendeinen Beweis für? Der Glaubende braucht keinen Beweis, denn woher hat er seinen Beweis? Er hat in seinem Herzen erlebt, dass etwas sich verändert hat. Er hat in seinem Herzen erlebt, dass er mal früher anders war und dass da Dynamit hineingekommen ist. Dass in sein dunkles Herz, in sein finsteres Herz, in sein chaotisches Herz Gott Licht gesprochen hat. Puh. Genau. Lasst uns noch einen Gedanken kurz vertiefen. Wisst ihr, das Evangelium war immer das gleiche, es hieß nur manchmal, also es wurde nur anders formuliert. Wie war das Evangelium konkret formuliert zur Zeit von Noah? Also wenn man das konkret formulieren wollte, das Evangelium. Was bedeutete das? Ganz konkret, so konkret wie möglich. Also was hat Noah gepredigt als Evangelium? Er hat gesagt, kommt in die Arche, okay? Das war das Evangelium. Aber die Kraft des Evangeliums bestand nicht darin, dass die Arche so toll war,
sondern einfach nur, weil Gott das gesagt hatte, kommt in die Arche. Und jeder, der dem Wort Gottes gefolgt ist, war sicher. Und jeder, der das nicht getan hat. Übrigens, wisst ihr, was Noah übersetzt heißt? Was Noah übersetzt heißt? Ja, fast. Noah heißt Ruhe. Oder auch Trost. Noah sagt, kommt alle zu mir in die Arche, die ich gebaut habe. Übrigens, woraus war die Holz? Was gemacht aus? Holz. Kennt ihr noch jemanden, der mit Holz umgegangen ist und der gesagt hat, kommt her zu mir, ich will euch Ruhe geben. Kommt her zu mir, alle, die müßig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Übrigens, was war die Strafe? Worin bestand die Strafe? Oder was war das Gericht Gottes bei der Sintflut? Worin bestand es? Es bestand aus Regen, nicht wahr? Regen, der gefallen ist. Aber wer war sicher? Derjenige, der in der Arche war. Nicht nur ist Noah ein Symbol auf Jesus, sondern auch die Arche. Warum? Wer hat den Regen jetzt abbekommen? Noah oder die Arche? Die Arche wurde nass, nicht wahr? Die Arche wurde hin und her bewegt. Aber wer in der Arche war, deswegen sagt die Bibel, wenn wir in Christus sind, nicht wahr? Sind wir sicher. Das heißt, das Evangelium war das gleiche Evangelium, es hieß nur anders. Es hieß, komm in die Arche. Aber das Prinzip war das gleiche. Wie war das Evangelium zur Zeit von Mose? Als anderes Beispiel. Also beim Auszug aus Ägypten. Wie hieß das Evangelium damals? Hieß das, komm in die Arche? Nein, da gab es keine Arche. Wie? Die Schlange später, ja? Raus aus Ägypten und was genau? Folgt mir nach. Das Lamm musste geschlachtet werden. Ich weiß, das Evangelium bestand darin, schlachte ein Lamm und nimm das Blut und tu es an die Türpfosten. Genau. Die Bibel sagt ganz deutlich, dass... Ja. Das heißt, die Bibel sagt, man musste nicht buchstäblicher Ägypter sein, buchstäblicher Israelit sein, um gerettet zu werden. Jeder konnte gerettet werden, der diesen Glaubensakt durchführt. Der sagt, okay, ich glaube Gottes Wort und ich glaube, dass durch das geschlachtete Lamm, wofür steht das geschlachtete Lamm offensichtlich? Für Jesus. Und das Blut musste nicht einfach nur irgendwo in ein Gefäß getan werden, sondern an die Türpfosten. Warum? Auf Holz. Ich war ja genau. Sehr gut. Sehr gut. Da könnte man nachgedacht. Sehr gut, ja. Auf Holz. Warum? Wer von euch, wie würdet ihr euch fühlen, wenn jemand bei euch an eure Tür Blut schmiert? Wie fühlt man sich da als Hausbesitzer? Man fühlt sich schon ein bisschen beschämt, oder? Stellt euch vor, ihr kommt zu eurem Haus und das ist alles voller Blut beschmiert. Um das zu tun, musste man was sein. Man durfte sich nicht schämen des Evangeliums, nicht wahr? Wer sich geschämt hat für das Evangelium, der hat es nicht gemacht. Sondern nur wer wirklich geglaubt hat, dass eine Kraft darin ist, dass Jesus einmal für sie sterben wird, der hat das gemacht. Und all die Menschen sind da rausgekommen. Dann hast du jetzt von der Schlange gesprochen. Oh, das ist so ein super Beispiel. Kennt ihr die Geschichte in der Wüste, wo die Israeliten gebissen wurden von den Schlangen? Wofür steht die Schlange? Für den Satan, nicht wahr? 1. Mose 3. Der Satan, der uns beißt, nicht wahr? Und was war das Evangelium dann in der Geschichte? Gott sagt zu Mose, mach dir eine Schlange, die auf so einem Balken befestigt ist. Und was sollten die Israeliten tun? Die Schlange schauen. Ich mache das immer wieder. Das ist so ein schönes Beispiel. Was würde passieren, wenn ihr jetzt in diesem Moment so plötzlich ungefähr, sagen wir mal, 120 Giftschlangen aus allen Ecken kriechen würden und euch um die Beine krabbeln würden und euch beißen würden. Genau. Stellt euch vor, ich würde euch sagen, pass auf, ihr seid alle gebissen, aber kein Problem. Schaut euch einfach um und guckt einfach mal in die Kamera. Guckt, ihr braucht nur in die Kamera gucken. Oder einfach nur hier, keine Ahnung, auf diesen roten Punkt, ja, oder was auch immer. Wer von euch würde einfach sitzen bleiben und sagen, okay, kein Problem, lass die Schlangen machen, um meinem Fuß herumkrabbeln. Ich will einfach nur gucken, nicht wahr? Oder wer von euch würde vielleicht eher aus dem Fenster springen und sagen, bloß weg von den Schlangen. Hier ist der Punkt. Das Evangelium ist einfach, es ist unglaublich einfach. Ich meine, jeder Mensch kann gucken, ja? Die Schwierigkeit besteht eben nichts zu tun.
Die Schwierigkeit beim Evangelium besteht eben, nichts zu tun und Gott wirken zu lassen, weil wir Menschen dazu neigen, alles selbst in die Hand zu nehmen. Und das ist das, was die Bibel Selbstgerechtigkeit nimmt. Wir wollen unsere eigenen Götzen machen, wir wollen unser eigenes Leben planen und wir beschweren uns, dass die Probleme kommen, dann klagen wir Gott an und wenn er uns helfen will, machen wir trotzdem unsere eigene Sache. Aber Gott möchte für uns wirken, aber Gott kann nur für uns wirken, wenn wir ihn wirken lassen. Das war der Test. Und alle, die geguckt haben, die einfach die Schlangen Schlangen haben sein lassen, die wurden gerettet. Jetzt schaut mal, Jesus nimmt dieses Gleichnis auf. In Johannes 3, Johannes 3, Vers 14, 15 und 16. Und dort sagt die Bibel, Jesus sagt das zu Nikodemus. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Wodurch ist Jesus erhöht worden? Das Kreuz, nicht wahr? Die Bibel sagt, wenn ich erhöht werde, werde ich alle Menschen zu mir ziehen. In Johannes 12. Wisst ihr, was das bedeutet? Dass wann immer über das Kreuz gepredigt wird, jeder Mensch, der es hört, innerlich angezogen wird. Ob man es ihm ansieht oder nicht, ob er es zugibt oder nicht, ob er sich dagegen wehrt oder nicht, es ist wie so ein Magnet. Aber kein Mensch wird gezwungen, auch zum Kreuz zu kommen. Jeder Mensch kann selbst entscheiden, ob er zum Kreuz kommen möchte. Aber alle werden so ein bisschen gezogen, so wie eine Einladung. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der völlig unbewegt bleibt, wenn das Kreuz biblisch dargestellt wird. Er sagt, wenn ich erhöht werde, werde ich alle Menschen zu mir ziehen. Der Heilige Geist wirkt in irgendeiner Form. Und wisst ihr, was die Bibel sagt über das Wort Gottes? Jesaja 55? Das Wort Gottes wird nicht leer zurückkehren. Ist nicht schön? Wann immer das Wort Gottes gepredigt wird, hat es einen Effekt. Es gibt vielleicht Menschen, die sich dagegen entscheiden, aber es gibt immer Menschen, die sich dafür entscheiden. Es kommt nicht leer zurück. Egal, wenn wir etwas über das Wort Gottes sagen, es hat immer resultiert es daran, dass entweder ein Mensch sich zu Jesus bekehrt oder ein Mensch näher zu Jesus kommt. Es kommt immer näher zu Jesus. Das ist die Kraft des Wortes. Dieselbe Kraft, mit der Gott die Welt geschaffen hat, ist in seinem Wort. Und er sagt, Vers 15, damit jeder, was ist das Wort? Jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und jetzt kommt der berühmte Vers, den alle kennen, nicht wahr? Denn, also, oder mit anderen Worten, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Übrigens, nebenbei gesagt, warum wurde Jesus als Schlange dargestellt? Ist nicht merkwürdig? Wofür steht eigentlich die Schlange in dem Gleichnis? Na, für die Sünde, nicht wahr? Die uns attackiert. Was sagt die Bibel? Jesus wurde für uns zur Sünde gemacht. Mit anderen Worten, Jesus, der ohne Sünden war, wurde von Gott so angeschaut, als wäre der schlimmste Verbrecher aller Zeiten. Gott hat ihn so behandelt am Kreuz sozusagen, wie Stalin und Lenin und Napoleon und Alexander, all die schlimmen Menschen inklusive dir und mir zusammen. Damit wir, wenn wir möchten, so von Gott angeschaut werden, wie er Jesus anschauen würde, normalerweise. Das ist ein interessanter Gedanke, dieser Tausch. Luther nannte das diesen wundersamen Tausch. Gott schaut den Unschuldigen so an wie die Sünde selbst. Und wir, die wir Sünder sind und ihn verachtet haben, denen gibt er die Gelegenheit, freizugehen. Wer von euch, wollen wir das schließen, kennt die Geschichte von Barabbas und Jesus? Wisst ihr, wer Barabbas war? Als Jesus bei Pontius Pilatus dort stand und Pontius Pilatus wusste, der ist unschuldig, der hat nichts verbrochen. Und er, aber schwach wie er war, versucht hat, irgendwie einen Kompromiss zu finden und er gesagt hat, okay, ich lasse euch einen frei. Entweder ich gebe euch Jesus, den Unschuldigen, König der Juden, oder Barabbas, Schwerverbrecher, Massenmörder, vielleicht jemand so wie der Breivik. Könnt ihr euch den Breivik vorstellen? Stellt euch vor, ihr habt Jesus und dieses Gesicht vor, ja? Übrigens, wisst ihr, was Barabbas heißt, übersetzt? Barabbas ist der Sohn des Vaters. Mit anderen Worten, da haben wir den wahren Sohn des Vaters, Jesus Christus, der Sohn des Vaters, und da haben wir den falschen Sohn des Vaters.
So wie auch ein wahres Evangelium haben, einen wahren Missionsbefehl und einen falschen Missionsbefehl. Barabbas. Und wen wünscht sich die Menge? Barabbas, Barabbas, Barabbas. Aber Barabbas hat eine der fundamentalsten Lektionen gelernt, die es überhaupt zu lernen gab. Als Barabbas dort stand, als er diesen unschuldigen Kerl Jesus gesehen hat, was hat er wohl gedacht, bevor er hat die Menge vorher nicht gehört. Was hat er wohl gedacht? Er hat gedacht, habe ich ja keine Chance, oder? Ich werde umkommen, ich werde heute umkommen, mir geht's heute an den Kragen. Und es ist ja auch absolut berechtigt. Aber dann ist er plötzlich freigekommen. Warum? Weil Jesus seinen Platz eingenommen hat. Wie bei der Ehebrecherin. Barabbas ist ein Symbol für uns. Wir alle sind Söhne vom Vater, nicht wahr? Aber wir haben unser Leben ziemlich auf den Kopf gestellt. Wir haben ziemlich viel Mist gemacht, oder? Und eigentlich, im Vergleich mit Jesus, also wenn Gott zwischen Jesus und mir wählen sollte, aber Jesus nimmt meinen Platz und ich kann freigehen. Das ist das Evangelium. Und das hat eine so enorme Kraft, mein Leben zu verändern. Weil könnt ihr euch vorstellen, dass der Barabbas, meine Bibel sagt darüber nicht, aber ich kann mir vorstellen, so eine Situation, dass man sehr dankbar ist für den, der den Platz einnimmt. Dass man dann ein ganz neues Leben beginnt. Das ist die Kraft, die im Evangelium drin ist. Und wie gesagt, jedes Mal war das Evangelium ein bisschen anders formuliert. Aber das ist der Grundgedanke. In Offenbarung 14 wird das Evangelium für die Endzeit formuliert. Da heißt es dann, fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, betet den an. Werden bestimmte Dinge genannt, die wir später weiter studieren werden. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das grundlegende Prinzip immer das gleiche ist. Egal ob, geh in die Arche, komm raus aus Ägypten, schau auf die Schlange, komm zum Heiligtum. Egal wie das Evangelium formuliert ist, es ist immer das gleiche Prinzip. Traue Gottes Wort, weil Jesus Christus selbst das Wort ist und er wird deine Schuld bezahlen. Du kannst frei gehen, wenn du ihm einfach vertraust wie ein Kind und ihn machen lässt. Was meint ihr? Wollen wir das tun lassen für ihn? Wollen wir ihn wirken lassen in unserem Leben? Amen. Wollen wir noch zusammen beten? Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen. Für alles, was du für uns getan hast. Wir haben heute ein bisschen Zeit uns genommen, nur zwei Worte zu studieren, nämlich das ewige Evangelium. Und wir haben nicht mal ansatzweise das herausholen können, was die Bibel alles darüber sagt. Denn es ist so viel. Vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung ist alles voll mit Evangelium. Und wir danken dir so sehr, dass du uns gezeigt hast, worin wirklich die Kraft besteht. Dass dein Evangelium nicht einfach nur eine bloße Theorie ist, die uns einfach irgendwie moralisch etwas besser machen soll, sondern dass es wirklich eine Kraft ist, die unser Leben verändern kann, und zwar von Grund auf an. Und diese Kraft, dieses Evangelium soll, diese gute Botschaft, diese gute Nachricht soll in alle Welt getragen werden. Und du hast deinem Volk gesagt, dass es nochmals weissagen soll. Allen Nationen, allen Stämmen, allen Sprachen, Völkern, Königen. Und Jesus, es bleibt noch einiges zu tun. Aber wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns gezeigt hast, was wir erleben dürfen durch dich. Und dass du in der Lage bist, durch dein Wort, egal wo wir gewesen sind bisher, egal was wir getan haben, egal wie viel wir von dir gewusst haben oder auch nicht, egal, selbst wenn es finster und dunkel und ein Tohuwabohu gewesen ist, dein Wort hat dieselbe Kraft, Licht zu sprechen wie vor 6000 Jahren. Und wie in jedem einzelnen Leben, das es bisher erlebt hat. Dein Wort kommt nicht leer zurück. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen und bitten dich, dass du uns bald wieder gesund zusammenführst, damit wir noch mehr studieren können aus deinem wunderbaren Wort. Amen.